Ja, dann willkommen zurück zu Hellblade. Vielleicht heißt ja das Schwert Hellblade, oder? Vielleicht ist das ja das Höllenschwert. Vielleicht sind wir das Höllenschwert, was durch die Hölle schneidet wie durch Butter. Wer weiß es. Senua's Sacrifice heißen wir, glaube ich, ne? Immer noch der graue Typ mit grauen Haaren, grauen Augen und grauem Oberteil. Ich dachte, heute mache ich mal mega langweilig. Ja, wer sich fragt, warum graue Augen? Ja, ich habe tatsächlich blau-grau. Kommt auf den Blickwinkel an. Von nahem habe ich graue Augen. Von ein bisschen weiter weg mit dem richtigen Lichtschein habe ich blaue Augen. Jetzt tu doch nicht so, du bist doch jetzt... Pass auf! Du bist doch jetzt, sobald ich hier einmal Hüb mach... Da! Bist schon weg. Wusste ich's doch. Du bist einfach dumm. Als ob das mein Fehler wäre. Kann sich das Ding auch mal in die richtige Richtung drehen? Danke. Da ändert sich ja überhaupt nichts. Ändert sich doch überhaupt nichts. Egal, ich laufe jetzt trotzdem mal dahin. Du hast ihn wieder verloren. The Purge Curse. Those who make it back are forever changed. Hätte mich zugehört, jetzt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auf jeden Fall irgendwie, bin ich jetzt durch das Ding durchgegangen. Ich hoffe, dadurch hat sich jetzt irgendwas ergeben. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es einfach mal. Es sah auf jeden Fall nicht so aus. Da hat sich nichts verändert. Muss ich jetzt den kompletten Weg zurücklaufen? Diese Feuereffekte, die sind aber auch ganz schön annoying, nervig. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt wahrscheinlich irgendwie auf diesen Holzstamm hochkommen, dass sich eine Leiter hingedödelt hat oder sowas. Sieht aber nicht so aus. Wobei, vielleicht kann ich mich dahin seilen? Nee, ne? Nee, kann ich nicht. Das ist nur um die Verbindung zu diesen Dingern hier, glaube ich. Kann da nicht hochspringen. Also rein theoretisch müsste ich ja irgendwas aktivieren, dass hier das Ding wieder vernünftig hergestellt wird. Vielleicht muss ich auch diesen Flammen folgen. Vielleicht muss ich auch da oben hin, wenn ich da durchgehe, denke ich mal, wahrscheinlich sogar, dass ich hier, hier eine Brücke oder so auftut und nicht von da aus darüber laufe. Ich war doch schon da durch. Kack, Nervensäge. Da muss ich doch wieder weiter. Schade. Habe ich wohl irgendwie gefailt. Nicht schlimm. Aber wir können es auf jeden Fall auch wieder zurücksetzen, wenn wir wieder andersrum durch die Tore gehen. Scheint da tatsächlich... Ist es ein cooles... Ein halbwegs cooles Element, dass wenn du durch so eine Tür im Endeffekt gehst, sich die Welt vor dir ein bisschen verändert und das, du kannst immer hin und zurück und gucken und so. Das ist schon witzig. Für ein Feature, ja, für eine Tür ist es ganz, ganz okay. So, als Riddle. Also als Rätsel. Aber ey, Leute, jetzt mal im Ernst. Ah, guck mal da. Ich bin doch falsch rum durchgegangen. So rum. Also tatsächlich muss man gucken, in welche Richtung sich was verändert. Aber wie gesagt, jetzt nicht für alle ist Quatsch. Immer SEO, weil ich glaube, hier ist falsch. Hätte ich da was von? Ne. Warum gibt's das? Warum kann ich hier rüberlaufen? Hat ja gar keinen Sinn. Naja. There he is. Aber ich kann wahrscheinlich die Dinger hier abmachen, oder? Ja. Shortcuts freischalten. Oh. So, das haben wir. Wir können den hier auch mal kurz aufmachen, weil wir so lustig sind. Weiß ich, was es bringen sollte. Aber naja, ich habe mir immer noch kein scheiß Kissen versorgt. Also ich habe es ja schon mal erklärt, ich weiß nicht wo, aber ich habe schon mal erklärt, dass ich hier mich auf meinen Fuß setzen muss. Wenn ich den Fuß nämlich wegmache, hier, ihr seht, das Ding ist ungefähr bis zum Kinn. Wenn ich den Fuß wegmache, so, habe ich das vorm Mund. Und man will ja mein Gesicht sehen. Ich verstehe zwar immer noch nicht warum, aber die Leute wollen immer Facecam. Bei mir auf jeden Fall. So.
dann sieht man wenigstens mein Gesicht halbwegs. Bedeutet, ich müsste, weil mein Fuß ja irgendwann mal taub wird, so nach ständigem Draufsitzen, wahrscheinlich nach 5 Minuten schon, bräuchte ich hier mal irgendwie ein Kissen oder eine Decke oder irgendwas, was ich drunter lege. Ist natürlich gerade blöd, dass es sau warm ist. Ja, sowas ähnliches wie eine Brücke entsteht. So. She can get up now. Ja, she can get up now. Ich hab's gerafft. Ich bin super. Ein Trick? Nein, eine Illusion. Die sind aber auch ein bisschen doof, ne? Die Illusionen, also die Illusionen, die Geister. Nein, Dark Magic, sag es nicht. Die wiederholen sich aber auch. Kann ich da jetzt von hinten wenigstens durch? Ah, geht doch. So, also hier hoch und dann müssten wir die Zeichen in eine Reihe packen können, oder? Alles klar. Easy as fuck, hat allerdings länger gedauert. Wie viele Tore waren es bei dem Feuerding? 4? 4 Tore? 5 Tore? Wir sind jetzt bei Tor 2. Vielleicht schaffen wir es doch noch nicht, diese Folge. Denn das Spiel muss sich ja künstlich in die Länge ziehen. Ja, das ist. Da könntest du mir auch. Wie heißen die? Collectibles hinschmeißen, dass ich 100 von 100 Federn sammeln muss. Beste Beispiel: Federn bei Assassin's Creed 2 damals. 100 von 100 Federn suchen für irgendeinen Scheiß. Und, das ist ähnlich, 4-5 Mal dasselbe Rätsel im Endeffekt. Nur damit man irgendwie 1-2 Stunden länger am Ende auf die geschätzte Dauer stellen kann, dass es auch Leute kaufen. Da kann sie nicht reingehen. Cruz meint, dass es immer noch einen anderen Weg gibt. Oh, die muss aber immer so leise reden. The truth is, don't belong here. Ah, sieht wieder nach Kämpfen aus, würde ich sagen. Ah, aber ich sterbe diesmal wieder nicht. Ich würde gern speichern können, aber das geht ja nicht. Oh nein, oh nein. Ich weiß, ich gehe in die falsche Richtung. Ich muss nach da, um ihn treffen zu können. Und ich weiß, dass hinter mir einer ist. Ich würde den auch gern zuerst ausschalten. Oh, wie, der spawnt einfach. Ich dachte, der spawnt erst, wenn das vorbei ist. Wo ist er denn? Ah, da. Alter, diese Typen. Der lebt halt immer noch, ne? Ich habe gehofft, dass der nicht respawnt. Also, dass keiner respawnt. Jetzt ist der auf den anderen fokussiert, sag mal. Ja, dann komm halt her, Junge. Ist irgendwas gespawnt? Ja, Tatsache. Spawn die so lange, wie ich... Ah, das ist doch nicht wahr. Komm her! Dreck jetzt! Ich sehe nichts. Oh, er fühlt sich ein bisschen an wie bei For Honor, ne? Hier, der hier. Das ist doch der Berserker. Ich habe Angst, wenn ich ehrlich bin, wenn ich den jetzt kill, dass ein zweiter Dings kommt. Gesagt, endet.
Kann ich mich nicht irgendwie umblicken? Hinter mir ist ein Stein. Das Gute ist, ich glaube, ich kann den so tatsächlich töten. Anlauf nehmen und... Okay, hat nicht funktioniert. Nicht getroffen. It's over. Der Typ, ey. Der mir auf den Sack geht, jetzt verreckt doch Wichser. Ich würde ja gerne, dass der auch nicht kaputt geht, der Schild. Was ist das für ein Schild, ey? Zack. Yo! Ich spawn einfach doch. Oh lol, und noch ein normaler. Ich muss erst den hier killen, aber dann spawnt wahrscheinlich wieder irgendwas Normales. Jetzt mach doch deinen coolen Finisher. Ah, hat nicht geklappt, scheiße. Ja, ich muss erst mal in Rack-Mode gehen. Sekunde. Der Typ da hinten macht ja jetzt nicht mehr so viel, aber ich will den erst killen. Die Frage ist, ob irgendwas Neues spawnt. Oh lol. Ich sterbe hier noch. Ich höre schon mein Herz pochen. Ah. Bitte nichts Neues, bitte nichts Neues, bitte nichts Neues. Okay, scheint gut zu laufen. Okay, das, an meinem Leben sieht man natürlich was anderes. Oh, der Junge ist doch wahnsinnig. Fick dich. Aber er macht irgendwie immer dieselben Moves, ne? Alter, man kriegt halt auch immer Angst. So, jetzt trete ich ihn, er kommt aus dem Gleichgewicht, ich kann wieder eine Combo machen. Und er ist immer noch nicht tot. Ho! Da war ich fast down. Da war ich ein bisschen am struggeln, am schwitzen. Innerlich. Und ich konnte auch nicht so viel reden, das tut mir leid. Huh! Ach, da gibt's dann auch wieder solche Dinger. Erzähl mir deine Geschichte. Killed Ymir, and that the world of man was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Was? Das ist ja so an den Haaren herbeigezogen. Du hast doch keine Augenbrauen als Wände. Dann nehme ich von mir aus die Knochen oder so. Naja. Die Nordmänner haben ja schon ihre komische Theorie. Ist ja fast so ausgefallen wie die von Gott. Hui. Tatsächlich finde ich, dass die Person, die damals die Bibel und, die wurde ja nicht direkt instant fertig geschrieben, ne? Aber die einzelnen Bücher, so Bücher, Buch, das ist keine Ahnung, Salomons, wie sie alle heißen. So, die sind ja vor gar nicht so unsmarten Menschen geschrieben worden, weil die auf den ersten Blick, ich weiß, da gibt es Ungereimtheiten, ein paar, wenn man sich ein bisschen besser damit befasst, aber so auf den ersten Blick haben die ja jetzt gar nicht so viele Widersprüche in sich und alles mögliche, so dass man das theoretisch denken könnte, dass irgendwie das, ja. Loved ones. Ah, die Fresse. Perhaps never to return. Also das ist, nicht dass es wahr ist, das will ich damit nicht sagen, sondern, aber das ist irgendwie durch die Schlüssigkeit,
ein bisschen geproved wird, sagen wir mal so, ja, ein bisschen bewahrheitet, sich bewahrheitet, dadurch, dass, da gibt es keine Ungereimtheiten, so auf den ersten Blick, wie gesagt, ne, also ich weiß, es gibt genug, irgendwelche Kreationisten würden da nie zustimmen, aber Leute, die die Bibel besser untersuchen und alles, finden da schon Sachen und das kann irgendwie alles nicht sein, das passt auch zeitlich nicht so ganz und alles mögliche, aber so auf den ersten Blick, der normal Otto-Normal-Leser, ich habe die Bibel nicht gelesen, also von daher, aber ich gehe einfach mal davon aus, würde jetzt nicht behaupten, dass da irgendwie sehr viele Ungereimtheiten drin sind, was es dann realistischer macht, dass es alles so stattgefunden hat, weil warum, ne, da gibt es ja keine datischen oder wie heißt es nochmal, wenn keine zeitlichen Fehler sind, ist ja egal, halt irgendwie sowas zum Beispiel. Das ist ja sehr interessant, das ist also damals, ich weiß, die wurde mehrmals aufgebügelt und so bestimmt von richtigen Leuten, aber so vom Prinzip her, Respekt, das ist, müssen Leute geschrieben haben, die haben sich da auf jeden Fall Gedanken drum gemacht und nicht irgendwer, der ganz schnell irgend so ein Werkzeug produzieren wollte, um Leute manipulieren zu können, was es wahrscheinlich auch war. Also zumindest meine persönliche Meinung. Ich habe ja nichts gegen den Glauben, aber ich habe viel gegen Religion. Ich bin nicht so der religiöseste Mensch. Wie gesagt, Glauben finde ich okay. So, man braucht, die Menschheit braucht Glaube. Der Mensch ist leider evolutionär noch nicht so weit, dass er sich vom Glauben losreißen kann. Gerade in anderen Ländern vor allen Dingen noch mehr, wo viel Leid, viel mehr Leid ist als in der westlichen Welt, ist natürlich noch logisch, dass sich Leute an den Glauben klammern, weil sie nichts anderes haben. Deswegen, der Mensch ist, wie gesagt, noch nicht dazu bereit, sich vom Glauben loszureißen. Evolutionär. Das wird irgendwann unausweichlich kommen. Außer wir kriegen auf einmal einen richtigen, weiß ich nicht, irgendwas muss passieren. So, dass alle Menschen auf einmal wieder zum Glauben finden. Irgendein krasses Ereignis oder so. Also nicht irgendeine Prophezeiung, die sich erfüllen muss, sondern, keine Ahnung, als Beispiel, alle Christen sterben. Weil wir von irgendwelchen anderen religiösen Gruppen niedergemacht werden oder so, dann könnte es vielleicht sein, dass irgendwie, wenn das ein vernünftiger Herrscher dann durchsetzen könnte, dann würde sowas vielleicht nochmal passieren, aber rein theoretisch, wenn sich die Welt immer mehr zivilisiert und immer moderner wird, sieht man doch an allen möglichen zivilisierten Nationen, ja, dass immer weniger Leute Bock haben auf Kirche, ja, weil immer mehr Leute aufgeschlossener, also nicht aufgeschlossener, aufgeklärter sind und sich ihr eigenes Weltbild in ihrem Kopf erschaffen und glauben, auch immer mehr glauben, dass es irgendwie Quatsch ist. Ist auch okay. Und es gibt halt dann nur noch ganz heute ist auch echt ein Tag. Wie heißt es nochmal? Extreme. Es gibt dann auch nur noch immer kleine Gruppierungen, zum Beispiel in Amerika gibt es ja gar nicht so viel Glauben. Da gibt es dann halt nur noch so krasse Gruppen, Splittergruppen, die halt sehr, sehr religiös sind. So, und genauso ist es auch hier in der westlichen Welt so, dass immer mehr, wenn man mal von den Leuten, die aus anderen Ländern zu uns kommen, ja, wenn man von denen absieht, dass der christliche Glaube und auch tatsächlich der muslimische Glaube, zumindest bei denen, die schon länger hier wohnen, ja, das braucht halt, wie gesagt, so eine Zeit, dass der immer weiter in den Hintergrund rückt. Ich sollte dabei spielen, während ich erzähle. Verändert sich doch überhaupt nichts. Wollte ich mich veräppeln? Verändert sich gar nichts. Dann soll sich nie was verändern. Keine Ahnung. Ja. Jetzt habe ich vergessen. Ach, ich muss erstmal da dran wahrscheinlich. Ja, ist auf jeden Fall so. Und deswegen ist es theoretisch unausweichlich. Bei einigen Splittergruppen, also bei einigen religiösen Glaubensrichtungen dauert es wahrscheinlich länger. So, ich sag mal, bei uns hat es ja auch angefangen. Wir hatten ja auch mal so eine Zeit. Tatsächlich. Der christliche Glaube hatte auch mal eine Zeit, wo alle sehr religiös waren und alle strikt der Bibel gefolgt sind. Ja, so wie es vielleicht, ich nehme jetzt mal blöderweise als Beispiel der muslimische Glauben, weil ich mich in keinem anderen überhaupt auch nur auskenne. Die ja auch der Tora, oder ist Tora jetzt, nee, Quatsch, Koran, Tora ist der jüdische Glaube, dem Koran sehr streng folgen und so. Das, wir hatten auch, der christliche Glaube hatte ja auch eine Zeit, es war das Mittelalter, wo er sehr stark
viel gemordet wurde und viel hinter dem Glauben verschleiert wurde und alles Mögliche, der oft als Ausrede benutzt wurde. Wir hatten auch diese Zeit. Das hat 500 Jahre gedauert, bis man so ein bisschen sich davon losgerissen hat. Und das wird auch in anderen Glaubensgruppen passieren, wenn die längere Zeit, ich will nicht sagen zivilisiert sind, weil es ist echt sehr abwertend für diese Leute jetzt wirken könnte. Also ist es nicht gemeint, aber ne, so, man braucht halt eine Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Über Generationen hinweg gibt es immer mehr, die darauf keinen Bock haben und das auch so an ihre Kinder weitergeben. Deswegen. Alter, wie viele Zeichen sind das bitte? Also erstmal muss ich ja da drauf zielen. Das heißt, hier ist sowieso generell ganz falsch. Ich muss erstmal irgendwo auf einen höheren Punkt, um gucken zu können. Ja, so, auf jeden Fall. Deswegen, es dauert halt, auch bei anderen. Aber mit der Zeit wird sich auch in anderen religiösen Gruppen der Glaube irgendwann verabschieden. Ist meiner Meinung. Muss nicht stimmen. Ist meine Meinung. Wie gesagt, wir hatten auch mal eine Zeit, wo wir sehr religiös waren. Die hat sich aber auch mit der Zivilisierung, ja, mit der Moderne verabschiedet. Weil es immer weniger Leid gibt, das einen dazu zwingt. Moment, nee, so ist richtig. Was einen ja dazu zwingt, leider, sich an irgendwas zu klammern. Und da liegt der Glaube meistens recht nah. Dadurch, dass wir diese Probleme nicht mehr haben, diese Angst, fällt das irgendwann weg. Und auch andere religiöse Gruppen werden irgendwann diese Angst loswerden und dann dauert es halt ein paar Generationen und dann verfliegt das halt auch. Aber an sich, wie gesagt, ich habe nichts gegen Glaube. Ich finde Glaube ganz gute Sache. Kann vielen Leuten in schweren Zeiten helfen und so. Finde ich gut. Bin jetzt zwar nicht der gläubigste Mensch, aber ich finde das Konzept Religion ist nicht so meins. So, wo geht's hier weiter? Geht's hier hoch? Hoch ist immer gut. Ja, hier geht's hoch. Okay, wo muss ich denn hin, damit ich hier so ein Kacks... Es muss ja da drauf zeigen, oder nicht? Oder muss ich das jetzt überall hinbekommen? Das wäre nicht so geil. Hier geht's aber noch hoch. Gehen wir erstmal hoch und gucken mal. Jetzt muss man hier wieder irgendwo lang linsen. Nur zur Hälfte. Ich habe ein paar ausgeschaltet, aber nicht alle. Okay. Ich muss also alle wegkriegen. Aber gibt es denn noch mehr solche Tore? Moment mal. Ich würde sowieso auf die hier hinauslaufen. Das müssten wir dann von da unten machen. Gehen wir doch mal dahin. Vielleicht geht's ja schon. Oh, ich bin schon wieder 23 Minuten am Aufnehmen. Talk über Religion ist auch immer so eine Sache. Normalerweise soll man das nicht machen, über Religion reden, als Beispiel. Oder über Politik, weil man erstens nur gefährliches Halbwissen hat. Und zweitens, es immer ein sehr kontroverses Thema ist, ein sehr polarisierendes Thema. Wo man auch sehr schnell auf Hate stoßen kann. Und man versucht, sehr neutral zu sein als Meinungsbildende, wie heißt nochmal dieser Begriff? Influencer. Ja, als Influencer, wie man YouTuber ja bezeichnet. Und sehr neutral zu sein, weil man will kein Hate als YouTuber. Das ist mir allerdings scheißegal. Ich sag auch gerne heraus, dass ich Religion scheiße finde. Ja, ich sehe, dass das richtig ist. Aber ich sehe den Winkel noch nicht so ganz. Ja? Ja. Hat's geklappt? Muss man nicht alle ausschalten? Okay. Ich hab's geschafft. Gehen wir nochmal schnell dahin. The Darkness. Oh, die
reden auch die ganze Zeit. Das ist auch nichts Gutes zum Erzählen. Kein gutes Let's Play. Ich sollte mit Minecraft anfangen. Ja, da kann man wenigstens durchgehend reden, weil da passiert nichts. Ja, auf jeden Fall. Man sollte eigentlich viele Themen, polarisierende Themen vor allen Dingen, wo viele Leute gegen einsprechen könnten, da sollte man eigentlich vermeiden als Influencer. Ja, man will ja keinen Hate haben, man will ja nicht polarisieren, sondern man will die grobe Masse ja bedienen mit seinem, und das zeigt sich einerseits durch Projekte, die man macht. Also zum Beispiel würde kein Mensch, bei keinem Menschen auf der Welt, außer bei Gronkh, der übrigens dasselbe spielt, also der Let's Play das ja auch, würden sich Singleplayer-Let's Plays lohnen. Das bedeutet, im Prinzip geht man auf Multiplayer. Und das bringt, also und daran sieht man schon, ne, man passt sich der Masse an, und gerade wenn es um Meinungsmache geht und so, versucht man sehr neutral zu bleiben und nicht irgendwas machen zu können, was irgendwem gegen den Strich geht, weil der könnte dich ja potenziell dann deabonnieren, ja. Okay, da sitzt da wieder der Typ, und mit diesem sitzenden Typen da hinten, man kann es nicht sehen, glaube ich, so gut. Ja doch, der sitzt da oben auf dem Ast auf jeden Fall, geradeaus. Verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr hatet mich jetzt alle in den Kommentaren dafür, dass ich Religion so abschätzig gerade beschrieben habe. Aber das ist leider meine Meinung. Die muss man ja nicht teilen, um Gottes Willen. Jeder soll seine eigene Meinung haben. Aber jeder sollte sich, bevor er sich eine eigene Meinung bildet, auch irgendwie andere Quellen, ne, beziehen. So, also, man sollte jetzt nicht so blind kreationistisch der Meinung seiner vielleicht Eltern oder des Religionslehrers folgen, sondern man sollte sich schon andere Eindrücke holen. Sich am besten auch mal andere Religionen angucken, tatsächlich. Jetzt nicht, weil man daran Interesse hat, dabei zu treten, aber einfach, um mal deren Standpunkt zu sehen. Als Beispiel hatte ich letztens vor, hat leider nicht geklappt, mir mal so eine Laberrunde, so eine nicht Beschreibung, aber ich kenne ein paar Leute, die sind bei den Zeugen Jehovas, und da wollte ich mir mal so eine Runde, die haben immer so Treffen, wo die so über Religion reden und alles und über ihren Dingsbums so, nicht diese Treffen, wo Leute rekrutiert werden, so die da einfach hingesteckt werden und denen wird da möglichst schön erklärt, warum deren Religion geil ist, das nicht, wie gesagt, ich kenne da ein paar schon etwas höhere Leute, und ich wollte mal zu so einem Stammtreffen mit, wo die so, ne, und mir das mal so anhören. Das Problem ist, die sind immer relativ früh morgens um 8, 9 Uhr oder 10 Uhr irgendwie so, und da habe ich natürlich keinen Bock drauf. Aber wenn ich mal irgendwann um nachmittags oder so, da sich so ein Termin ergibt, das wird auch irgendwann mal passieren, dann werde ich mir das auf jeden Fall anhören. Nur so, na, um das mal zu sagen, dass man sich auch Meinung bilden soll. Ich habe da jetzt nicht Bock mitzumachen. Ich bin ja auch, wie gesagt, kein religiöser Mensch. Aber bevor ich über so eine Gruppe oder Gruppierung irgendwie nicht wirklich richte, aber mir mein Urteil bilde, finde ich, sollte man sich auch deren Seite anhören und das Konzept verstehen und alles Mögliche. Und das ist jetzt nicht nur mal eben kurz bei Wikipedia oder von irgendeinem Typen geschriebenen Artikel, der einen Dreizeiler über eine Religion macht und das zusammenfasst. Sollte man sich jetzt nicht nur darauf seine Meinung bilden, sondern halt auch schon mal irgendwie sich da ein bisschen mehr mit befassen. Deswegen. Und das sage ich als unreligiöser Mensch, dass man sich das mal ansehen sollte. Also von daher, ne, ich bin halt ein Mensch, der die Meinung hat, dass jeder sich seine Meinung selber bilden sollte. Das habe ich ja auch, seht ihr ja auch in jedem Review von mir, und das sage ich ja auch so oft. Oder wie oft ich in Enderal, also für die Leute, die jetzt keinen Bock mehr haben, können jetzt natürlich schon abschalten, hier passiert nichts mehr, ne? Ich erzähle nur ein bisschen. Tschüss, bis zum nächsten Mal für die. Aber wie viel ich in Enderal, also viel, oh, ich muss das Spiel nochmal für mich selbst spielen, oder vielleicht mache ich ja sogar mal irgendwann, wenn ich Bock habe, einen zweiten Durchlauf. Ich weiß, es wird keine Sau interessieren, aber da gibt es so viele moralische Sachen, wo es nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern halt alles grau ist, und es gibt kein richtig und falsch, und man muss trotzdem entscheiden über das Leben von anderen und alles Mögliche. Aber das ist auch so schön gemacht. Das ist meiner Meinung nach das erwachsenste Spiel, das es gibt, Enderal. Das liegt daran, dass es keinen Publisher im Hintergrund hat, der versucht, die große Masse zu bedienen, ja, sondern dass es ein Fanprojekt ist, kostenlos, und deswegen meiner Meinung nach sogar noch vor Witcher das erwachsenste Spiel, wobei Witcher ja nur das erwachsenste Spiel ist, weil es am meisten Bumsen und am meisten Gewalt hat. So.
Und die Dialoge ein bisschen edgy sind, okay. Aber so vom Prinzip her, das ist der einzige, warum The Witcher immer als das erwachsenste Spiel betitelt wird. Aber da ist halt, meiner Meinung nach, ist halt richtig. Und da geht's auch richtig zur Sache bei Enderal. Also jetzt nicht gewalttätig mäßig, weil es halt Skyrim-Engine ist. Aber die Entscheidungen, die zu treffen sind, und da wird vor Vergewaltigung und irgendwie, keine Ahnung, ganz schlimmen Dingen, Krüppel verprügeln und Rassenhass und sowas wird überhaupt kein Blatt vor den Mund genommen, wird auch tief in die Materie eingegangen und schön drüber, ne, und man kriegt viele Eindrücke und muss dann am Ende entscheiden, welcher der richtige Weg ist. Eigentlich ist keiner der richtige Weg, man muss sich doch irgendwie dann leider dafür entscheiden. Manchmal gibt es sogar ein Mittel, also eine Lösung, wo du dich dann komplett rausnimmst aus der Sache, dann entscheiden aber andere. Aber auf jeden Fall, das ist meiner Meinung nach ein sehr erwachsenes Spiel und deswegen, da habe ich auch relativ häufig gesagt, ey Leute, das ist meine Meinung und ne, ihr könnt das anders sehen und alles mögliche, aber jeder sollte sich selbst seine Meinung bilden und sich nicht beeinflussen lassen und gerade nicht von Influencern, wenn man das mal so sagen kann. Gerade Let's Player sind meistens nicht die erwachsensten Menschen, auch wenn sie sich so geben vor der Kamera, ja, auch ich bin meiner Meinung nach kein erwachsener Mensch, ich bin im Inneren immer noch ein Kind, allein dass ich zocke, sagt ja schon alles aus, ja. Deswegen sollte man sich auch nicht von solchen Menschen beeinflussen lassen und erst recht nicht von mir. Da gibt es weitaus bessere Leute, die bessere Meinungen haben und von denen man sich mehr beeinflussen lassen sollte, aber auch von denen sollte man sich nicht beeinflussen lassen. Okay, das hat sich eh keiner bis hierhin angehört, deswegen kann ich eigentlich noch weiter erzählen, aber ich habe auch nicht unendlich Zeit. Deswegen muss ich die Folge jetzt beenden, eine werde ich wahrscheinlich noch aufnehmen. Ich will auch ehrlich gesagt den blöden Wichser töten, wenn ich ehrlich bin. Wir schauen einfach mal. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wenn dann noch jemand dabei ist, vielleicht rede ich ja noch ein bisschen weiter über Religion. Oder vielleicht über Politik oder so. Oder weiß nicht. Ich wollte jetzt letztens mit Dings anfangen. Mit, wie heißt der nochmal? Fuck. Wie heißt der nochmal? Nicht Forrest Whitaker. Hier, wer hat nochmal 84 geschrieben? Das Buch über den Kommunismus und wie sich die Welt von 1929 bis 84 angeblich verändern wird, was zum großen Teil tatsächlich eingetroffen ist. Was? Das war nicht Forrest Whitaker. Ah, Mist, mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Egal, schade. Wollte ich auf jeden Fall jetzt die Tage auch mal anfangen zu lesen. Vielleicht kann man auch mal über sowas reden. Wir gucken mal. Also dann, tschüssi.